So, das Blusenshirt Paula kannst du auch vorne mit einem Schlitz nähen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Für diese Variante schneidest du das Vorderteil nicht im Bruch zu, sondern schneidest dir zwei einzelne Vorderteile zu. Wichtig ist, dass du dann vorne an der eigentlichen Bruchkante eben 1 cm Nahtzugabe gibst. So sieht das Ganze aus, ne? Du hast dann zwei einzelne Vorderteile und die nähen wir dann natürlich wieder zusammen. Und zwar an der gleichen Kante wie bei der normalen Variante, an dieser Quetschfaltenlinie. Wichtig ist, dass du jetzt hier anders als sonst die zwei Vorderteile links aufeinander legst, sodass dich quasi die rechte Seite anschaut. Schön kontrollieren, dass auch alles gut übereinander liegt. Oder die andere Variante ist natürlich, beides gleich so zuzuschneiden, dass während des Zuschnitts die zwei Teile schon rechts auf rechts liegen. Da brauchst du jetzt nicht nochmal irgendwas anzufassen. Jetzt wird entlang der Quetschfaltenlinie das Ganze zusammengenäht, aber du lässt dir ja oben einen Schlitz frei. Wie lang du diesen Schlitz lässt, das kannst du dir selbst überlegen, so wie du es eben gern haben möchtest. Ich habe jetzt hier 10 cm genommen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Länge, wenn man es gern ein bisschen freizügiger haben möchte oder auch später zum Beispiel mit einem Bindeband oben schließen möchte. Dann darf der auch gern ein bisschen tiefer sein. Ja, aber wie gesagt, das ist dir überlassen, wie weit du diesen Schlitz nähen möchtest. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, jetzt als allererstes das Ganze auch nicht gleich zusammenzunähen, sondern erstmal zu stecken und zu gucken, wie weit dir die Öffnung lieb ist. Ich habe jetzt hier die 10 cm genommen und markiere sie mir auch auf dem Vorderteil. Also hier genau 10 cm inklusive Nahtzugabe. Und das Ganze wird jetzt markiert. Und dann nimmst du dir wieder dein Vorderteil und überträgst eben diese Quetschfaltenlinie auf den Stoff. Und da kannst du gerne Kopierpapier nehmen und dir da einen Strich drauf machen. Du kannst das Ganze wieder abmessen und wie es dir am liebsten ist. Ich habe wieder die Abmessen- und Stecknadelmethode genommen. Das ist so meine Lieblingsvariante. Wie du hier siehst, ich stecke das auch immer gerne einmal durch, weil ich dann einfach die beste Festigkeit habe und die zwei Teile eben auch möglichst wenig verrutschen. Und so nähe ich das Ganze dann auch, aber damit ich natürlich weiß, wo ich aufhören muss, markiere ich mir die Stelle hier oben nochmal. Wie gesagt, auch da wieder gerne mit so einem Trickmarker oder eben einfach mit einer Stecknadel. Das ist eigentlich so meine liebste Variante, weil ich immer Angst habe. Wir sind ja jetzt hier auf der Vorderseite des Stoffes dann und das, ja, ich möchte nicht, dass man das nachher sieht. Genau, damit das nachher einfacher fällt, kannst du auch während des Nähens mit dem Handmaß immer noch mal kontrollieren, dass du da auch wirklich diese 5 cm abnähst. Oder eine andere Möglichkeit ist, das, was ich auch sehr gerne mag, wenn du da den Stoff so rum unter die Maschine legst, dann kannst du dir auch auf der Nähmaschine eine kleine Markierung machen, sei es mit so einem Washi-Tape oder einfach mit Klebeband oder mit einem kleinen Strich. Bei mir passt das relativ gut mit diesem Einsatz da und kannst dann eben den Stoff schön an dieser Kante langführen. Das ist einfach nochmal so zusätzlich als Sicherheit. So, jetzt ist alles zusammengenäht und jetzt hast du da oben vorne drauf diese zwei Stofflappen. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ne? Also quasi die Reste der Quetschfalte, ja, die ja sonst so rum da liegen würde. Nicht wundern, jetzt ist ja noch 1 cm jeweils von der Nahtzugabe mit da dran. Deshalb sieht das etwas breiter aus als bei der anderen Variante. Aber wir wollen das ja eh so haben, ne? Das heißt, jetzt machen wir als allererstes mal die Versäuberung der Außenkanten. Oben natürlich nicht zusammennähen, bitte, ne? Und dann geht es schon weiter mit der, ja, wie sage ich das davon? Mit der Falte ist es ja nicht, ne? Sondern einfach mit der eigentlichen Quetschfalte. Genau, du nimmst dir jetzt jeweils das Stück
zu der passenden Seite, faltest das einmal in der Mitte oder du kannst auch nur die Nahtzugabe umklappen. Das kommt jetzt darauf an, wie breit du gerne vorne diese Kante haben möchtest. Und dann wird das Ganze einfach dort entlang auf dem Vorderteil festgenäht. Das Gleiche gilt natürlich auch für die andere Seite. Und wie gesagt, guck da ruhig mal, wie breit du es gerne haben möchtest. Du kannst das entweder halbieren oder eben auch nur die Nahtzugabe umklappen. Ja, da ist in deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich stecke mir das Ganze jetzt wieder fest und auch hier gilt, wenn du es dann annähst, bitte auf jeden Fall wieder aus einer Richtung kommend nähen, damit, falls sich etwas verzieht, alles auch in die gleiche Richtung. Macht es ja eigentlich nicht, ne? Auch hier hast du nochmal die Möglichkeit zu gucken, ob dir das von der Tiefe des Schlitzes so passt. Ansonsten kannst du es noch ein Stück zusammennähen. Genau, also je nachdem. Immer nochmal kontrollieren zwischendurch. Und was natürlich jetzt auch sein sollte, ist, dass die beiden umgeschlagenen Teile gleich breit sind. Also da auch immer nochmal gucken, solltest jetzt dann vorne das Ganze gleichmäßig verteilt haben. Genau. Da lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig, sonst hast du nachher ja, vorne keine schönen gleichmäßigen Teile. Falls sich so ein bisschen was dann doch noch verzieht, so war es jetzt bei mir hier oben zum Beispiel, dann kannst du das jetzt hier nochmal nachkürzen, dass da oben eben die Rundung auch so schön ist und dann wird der Bereich auch gerafft. Und das kannst du wieder machen, wie du möchtest. Kannst du ein ganz dünnes Framilon-Band nehmen. Ich werde das Ganze jetzt an der Stelle hier wieder mit einem Hilfsfaden machen, den ich einnähe, weil ich es einfach schön dünn und zart haben möchte und dann da oben später keine dicke Kräuselung. Also in der Nahtzugabe den Hilfsfaden einnähen mit großem und langem Geradstich und dann kannst du das hier vorne raffen, so viel du möchtest. Je nach Stoff kann das da vorne in der umgeklappten Zone so ein bisschen frickelig sein. Ja, das kann man dann später nochmal korrigieren, wenn dann da oben das Bindeband rankommt. Jetzt nimmst du dir dein Rückenteil und legst es rechts auf rechts auf das Vorderteil und nähst es an den Schultern zusammen. Du hast jetzt hier auch die Möglichkeit, das Rückenteil im Bruch zuzuschneiden, weil du ja vorne den Schlitz fürs Ein- und Aussteigen hast, das An- und Ausziehen. Du kannst natürlich auch das Rückenteil in den zwei einzelnen Teilen zurechtschneiden, dann hat es ein bisschen mehr Taillierung, denn in der Naht hinten ist ja ein Abnäher versteckt, der sich ganz gut macht, wenn man so ein bisschen eine Tendenz zum Hohlkreuz hat. Genau, alles zusammennähen und dann geht's an die Versäuberung des Ausschnittes. Dafür empfiehlt sich super Schrägband, da kannst du Fertiges nehmen oder dir auch welches anfertigen aus dem Stoff, wenn da noch welcher übrig ist. Und das wird eben jetzt einfach oben entlang einmal rumgenäht. Und das Schrägband, ich zoome das jetzt nochmal ein bisschen ein, das wird folgendermaßen angenäht. Du klappst das komplett auseinander und dann hast du ja da die eine Lasche. Und mit der Kante nähst du das Ganze hier vorne an und dann nähst du in dieser ersten Falz einmal das Band außenrum an den Ausschnitt ran. Wenn das Ganze dann angenäht ist, ich stecke das jetzt mal als Beispiel, da ist eben dann die Naht, dann legt sich das Schrägband an der ersten Kante super rum
Und dann hast du ja da noch den ganzen zweiten Bereich des Schrägbandes. Genau, also einmal klappt sich das dann um den eben angenähten Teil, dann kannst du es um die Kante rumlegen und dann nochmal feststecken mit der Nadel, denn es ist ja festgenäht, und dann knappkantig annähen. Und dann sieht das richtig, richtig schön aus. Auf die Art und Weise hast du dann vorne einen geraden Abschluss. Wenn du das Ganze als Bindeband nähen möchtest, dann fängst du einfach ein Stückchen weiter hinten im Schrägband an. Lässt quasi vorne das Band einfach auslaufen und nähst es dann aber genauso wie eben an den Ausschnitt vorne an. Wenn du es dann final feststeppst, gehst du einfach vorne weiter an dem Band und nähst es dann dort zusammen. Und damit hast du ein richtig schönes Bindeband. Sollte natürlich nicht so fest sein. Das ist bei den fertigen Schrägbändern manchmal der Fall, sondern es sollte schon ein schönes weiches Band sein. Also manchmal lohnt sich da wirklich der Aufwand, ein eigenes herzustellen. Zudem passt es dann auch ganz gut, ne? Du hast natürlich auch die Möglichkeit, Paula als ganz schlichtes Shirt zu nähen. Und das ist auch ganz einfach und bietet sich natürlich super an, wenn dir die Passform gefällt. Dann schneidest du das Vorderteil einfach im Bruch zu und nimmst als Bruchkante diese Quetschfaltenlinie. Wenn du das Ganze aus Jersey nähst, dann kannst du auch das Rückteil im Bruch zuschneiden. Wenn du es gerne etwas taillierter haben möchtest, dann solltest du natürlich das Rückteil aus den zwei Teilen zuschneiden. Und wenn du Webware nutzt, oben wieder den Schlitz reinmachen, also wie in der Basisvariante. Denn sonst ist das mit dem An- und Ausziehen ein bisschen schwieriger. Aber das kann ich dir auch empfehlen, denn ja, also so mag ich Paula auch sehr gern. Und es ist einfach nochmal eine dritte Variante, die dem Schnitt einfach nochmal eine andere Optik gibt.